Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Fachgespräch im Format Kolloquium. Auch heute wieder ein wahrliches Gipfeltreffen toller Experten. Und mit Ihnen darf ich darüber sprechen, was entscheidet eigentlich über unsere Sichtweise auf Gesundheit und Krankheit? Gibt es da kulturelle, geschlechterspezifische oder soziale Unterschiede? Ein spannendes Thema. Bleiben Sie dran. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Schön, seid ihr heute alle da. Habt ihr euch Zeit genommen? Und gerne stelle ich euch natürlich vor. Zu meiner Linken ist Frau Prof. Dr. Gertrud Berka-Schmid. Sie ist Ganzheitsmedizinerin und auch Mitglied im QS24 Wissenschaftsgremium. Dann auch zu meiner Linken Lothar Hirneise, sehr bekannter Krebsforscher. Ich glaube, da brauche ich auch nicht viele Worte. Und zu meiner Rechten Dr. Matthias D. Meyer. Er ist Unfallchirurg und Orthopäde und hat noch viele Zusatzausbildungen. Da haben wir gesagt, wir können es gar nicht richtig benennen, kommt dann im Laufe des Gesprächs. Genau. Schön, seid ihr da. Liebe Gertrud, was gibt es dann für Faktoren, die unsere Sichtweise mitbestimmen? Also ich denke, dass eine wichtige Grundlage unser Menschenbild ist. Also ich gehe aus davon, dass der Mensch ein wechselwirkendes Körper-Geist-Seele-Wesen ist und eingebettet ins soziokulturelle Umfeld, wo es ebenfalls diese Wechselwirkungen gibt. Und alle sind wir auch im Kosmos, der sehr große Wirkungen auch hat. Und mir ist es schon wichtig zu sehen, wie viel Balance notwendig ist, dass dieses Körper-Geist-Seele-Wesen immer ständig im Balance ist. Und eine ganz starke Funktion spielt das vegetative Nervensystem, weil da trifft sich alles. Also das ist sowohl Einfluss von der körperlichen Seite als auch von der psychisch-seelischen als auch von der geistigen. Und daher kann man natürlich auf allen Ebenen auch eingreifen oder man kann eben anfangen zu schauen, wo ist vielleicht etwas jetzt im Vordergrund und dann versuchen, wie kann ich die Balance wieder herstellen, wie lässt sie sich herstellen und welche anderen Möglichkeiten brauche ich vielleicht dazu. Aber ich denke mir, dass was ganz, ganz wichtig ist, dass wir vergessen, sehr oft vergessen, dass nicht nur Sprechen und Singen und Musizieren gestaltetes Atmen ist, sondern dass das ganze Leben gestaltetes Atmen ist. Und wie wichtig das ist, dass diese Atmung wirklich physiologisch gut und richtig funktionieren kann. Unter Distress macht das also nicht möglich. Also dann sind wir schon auf der Rutsche in die Dysbalance. Spannender Aspekt. Lothar, darf ich dich fragen, siehst du da auch geschlechterspezifische Unterschiede? Ja, 100 Pro. Also 100 Pro. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Als ich 1998 mit unserem Verein, damals hieß er noch Menschen gegen Krebs, begonnen habe, ich habe dort täglich Hotline gemacht und medizinische Fragen beantwortet. Und da haben 100, ich weiß es noch bis heute, 100 Frauen angerufen, die Fragen zu ihrem kranken Mann hatten. Okay. Da war kein einziger Mann. Und ich weiß es bis heute, es war ein Steuerberater aus Berlin, der bei mir auf der Hotline angerufen hat und eine Frage zu seiner krebskranken Frau gestellt hat. Also es ist wahrscheinlich nicht 100-1, es ist etwas, ich würde mal so sagen, 80-20, aber ich sehe es auch bei Seminaren, bei Vorträgen, auch bei unserer eigenen Statistik, wie viele Menschen zu uns ins Zentrum kommen, wie viele sind Frauen, wie viele sind Männer. Es ist ungefähr 70-30 und es ist einfach so, dass Frauen das eher in die Hand nehmen. Also wenn wir medizinisch heute anschauen, es sind die Frauen, die sich um die Gesundheit der Familie
nicht um ihre eigene, aber der Familie, der Familie kümmern. Ja. Also da gibt es einen Riesen, meiner Meinung nach, einen Riesenunterschied, ja, definitiv. Also hat das auch mit dem Männerbild zu tun, dass man eigentlich wie die Krankheit nicht wahrnehmen möchte, Männlichkeit darüber definiert da? Oder wie siehst du das? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass das sind eher Denksysteme, die sich entwickelt haben. Frauen, ich sage mal, die sind impulsiver, emotionaler, greifen Dinge, sind es viel mehr gewohnt. Männer sind in der Regel, natürlich nicht alle, sind viel öfters analytisch vorgehend. Und analytisch vorgehend, da verplempern die halt unglaublich viel Zeit. Da wird zuerst mal analysiert und analysiert und nochmal analysiert und dann wird zum Arzt gegangen. Und Frauen sagen einfach, da stimmt was nicht, komm, lass uns mal schauen. Ja? Also ich glaube eher, dass das ein Denksystem ist, wo Frauen das anders entwickeln wie Männer durch Schule, durch Eltern, durch unsere Gesellschaft. Ich glaube eher in diesem Bereich zu finden, ja. Und vielleicht auch durch das Analytische eher weniger auf alternative Therapieformen zurückgreifen. Definitiv, ja. Also ich meine, Männer, wenn wir jetzt gerade in die Welt hinausschauen mit den vielen Kriegen und alles Mögliche, Männer sind halt etwas, ich sag mal, brutaler. Ja? Männer, also wenn sie, ich kann nur für Krebs sprechen, ja. Und Männer wollen natürlich eher so den brutalen Weg gehen. Da gibt es ein paar Krebszellen, die töten wir ab, egal mit was, und gut ist. Und Frauen machen sich, ich sag mal, etwas mehr Gedanken, halt mal. Ist das denn die Lösung, einfach alles abzutöten? Gibt es auch andere Dinge? Da es in der universitären Medizin aber nur das Abtöten gibt, ist es ganz normal, dass Frauen sich sozusagen etwas mehr breiter informieren und umschauen und dann auch öfters für, ich sag mal, mehr Alternativbereich Entscheidungen treffen. Ja. Definitiv, ja. Und Matthias, wie erlebst du das denn in deiner Praxis? Haben die Menschen auch ganz unterschiedliche Sichtweisen oder hat es jetzt in deinem Bereich weniger, nimmst du das weniger wahr? Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Zwitterfunktion, weil ich bin eigentlich Unfallchirurg und habe da den ganz direkten, pragmatischen, sichtbaren und messbaren Weg, jemandem dann einen Knochen zu richten und zu verschrauben und zu helfen. Aber das, was ich ja jetzt mache, ist immer noch sehr auf Anatomie und Physiologie, auf Analyse, auf Messen und sehr direkter Zugang, sehr viel Körperkontakt und auch mit ein bisschen Kraft verbunden. Und ich glaube, das ist etwas, was Männern trotzdem auch liegt. Und ich sehe das bei den älteren Herrschaften, da sind es vielleicht ein bisschen mehr Frauen, die diesen Weg gehen. Aber so in meinem Alter oder auch die jüngeren Generationen, da sehe ich schon ähnlich viel Männer wie Frauen, die zu mir kommen. Und ich glaube, in der Ganzheitsmedizin gibt es ja sehr, sehr vielfältige Ansätze. Und manche sind sehr weich und manche sind sehr direkt. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch Unterschiede geben, geschlechterspezifisch, wer sich wozu hingezogen fühlt. Ich fühle mich ja auch zu dem hingezogen, was ich mache, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Und das spiegelt sich auch in meinen Patienten, Klientel wieder. Und viele sagen, was sie gut finden, ist, dass ich zum einen Schulmediziner bin und das Medizinsystem kenne, mich aber davon gelöst habe, und einen anderen Weg anbiete, weil ich davon mehr überzeugt bin, weil meine Erfahrung dementsprechend besser ist. Und ich glaube, das schafft Vertrauen geschlechtsunspezifisch. Ja, ich glaube eben den Weg über den, ein bisschen auch über den Intellekt und über das wirklich das Machen dann zu der sanfteren Methode. Aber natürlich möchte ich auch noch wissen, oder dass sicher unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch, wie arbeitest du denn jetzt? Also im Prinzip muss man sich vorstellen, dass wir alle ein zentrales Nervensystem haben. Wir bestehen aus Gehirn und Rückenmark und das ist im Skelett enthalten. Also in der Wirbelsäule und im Becken vor allen Dingen haben wir das Rückenmark und die ganzen Nervenwurzeln, die von jedem Segment ausgehen, haben einen Zielort. Aber manche gehen zum Herz, manche gehen zum Knie, manche gehen zum Ellenbogen. Und diese Nervenwurzeln, die müssen funktionieren. Und wenn ich aber an dieser Stelle eine Fehlstellung der Wirbelsäule habe, dann wird die Funktion irgendwie eingeschränkt sein. Nicht nur von der Beweglichkeit, sondern auch vom Druck innerhalb dieses Systems. Und wenn das jetzt zum Beispiel ein Nerv ist, der zum Ellenbogen zieht und der über Jahre verminderte Nervensignale zum Ellenbogen gibt, dann wird der Stoffwechsel nachlassen. Und dann ist nicht der Ellenbogen das Problem, sondern die Versorgung dieses Gebietes. Und das kann man auf alle möglichen Organe und Gelenke und Muskeln und Knochen gleichermaßen machen. Denn
das Nervensystem versucht ja alles gleichzeitig gesund zu halten. Und das ist dieser ganzheitliche Aspekt von dem, was ich versuche umzusetzen, dass ich ein Röntgenbild von der Wirbelsäule und vom Becken habe. Ich zeige dem Patienten, wo die Fehlstellungen sind. Ich zeige ihm diese Fehlstellung passend zu dieser Nervenaustritt von der Wurzel, die zu deinem Symptom führt. Wir machen die wieder weg und dann kann man es auch nachher nochmal röntgen und messen, dass der Patient Vorher-Nachher-Bild hat. Und auf dem Weg dahin verschwinden üblicherweise die Symptome, unabhängig jetzt von Diagnose oder von Fachbereich. Ja, toll. Also das heißt, du bist wirklich von der punktuellen Sichtweise des Systems auf das ganze, Sichtweise auf das ganze System gegangen. Das, was heilt, ist unser Nervensystem. Ja. Und deswegen würde man aus ganzheitlicher Sicht versuchen, alles dafür zu tun, dass diese Heilfähigkeit des Nervensystems möglichst stark ist. Mhm. Und ein Beitrag, den ich dazu leisten kann, ist die Struktur, die das Nervensystem umhüllt, zu entlasten. Ja. Dass der rein mechanische Aspekt für das Nervensystem schon mal entfällt. Es gibt viele andere Dinge, die dazu beitragen können. Die ganze emotionale Welt, die Schlafqualität, die Ernährung, Sport und Bewegung, das spielt auch eine Rolle. Und das, was ich mache, ist nur eine von den Säulen, die aber trotzdem ganzheitlich zu sehen ist. Sehr spannend. Liebe Gertraud, weil du arbeitest ja auch schon lange und sehr ganzheitlich. Und da möchten wir dann auch gerne noch hören, wie du denn genau arbeitest. Und was ich jetzt spannend fand, was du gesagt hast, dass die jüngere Generation, ich das richtig verstanden habe, offener ist jetzt für ganzheitliche, sage ich mal, Sichtweisen. Zumindest für mein Angebot. Ja, ja. Ich kann jetzt nicht für andere sprechen. Wie nimmst du das wahr? Ist ein Wandel im Gange? Oder? Ja, ein Wandel ist im Gange, das stimmt schon. Aber wenn ich sagen soll, wie ich dazu gekommen bin, so zu arbeiten, wie ich das jetzt tue, dann ist das die Kombination von diesen verschiedenen Fächern. Einerseits die Allgemeinmedizin, dann Psychiatrie, Neurologie, die psychotherapeutische Ausbildung und vor allem das Instrument Körper wirklich genau wahrzunehmen, genau damit umgehen zu lernen. Das war wirklich die Gesangsausbildung. Und da ich in beiden Berufen auch hauptberuflich gearbeitet habe und dann sehr lang an der Musikuniversität, also vieles auch in der Musiktherapie und mit Patienten sowohl als auch immer wieder dieses Instrument Körper in den Mittelpunkt gestellt habe. Erstens einmal, weil es wichtig ist, dass sie mit sich selbst einmal in Resonanz kommen. Da geht es nicht um Singen, es geht um Klangerfahrung, es geht um Resonanzerfahrung. Und wenn ich mit mir selber in Resonanz komme, dann habe ich auch eine Möglichkeit mit anderen. Das heißt, die Empathiefähigkeit hängt sehr davon ab, ob ich mit mir selbst in Resonanz kommen kann. Außerdem finde ich es, also ich finde die deutsche Sprache so schön, weil sie so eindeutig ist. Also wenn ich mit mir selbst nicht vertraut bin, dann wird es schwer werden, ein Selbstvertrauen zu entwickeln. Und es ist immer wieder so die Frage gewesen, auch an Patienten oder auch Studenten, was macht die Weisheit dieses Körper-Seele-Wesens, also dieses Körpers, wenn ich ihn nicht störe, nicht blockiere? Und wie kann ich überhaupt dorthin kommen, sowas wahrzunehmen? Und das Einfachste ist mit reflektorischen Atemübungen, weil die meisten sind in der Hoch- und Flachatmung, das heißt, sie sind fast dauernd im Distress. Aus Stress brauchen wir müssen ja schließlich Stress Situation auch bewältigen lernen. Aber noch einmal da hinzuschauen, was passiert denn da eigentlich? Was macht die Weisheit des Körpers, wenn ich ihn nicht störe und nicht blockiere? Und das sind dann große Aha-Erlebnisse. Aha, da ist nichts mehr mit hier. Sondern plötzlich fängt es an, da aufzugehen. Vor allem dann überhaupt diese Kraft und diese Zentren, dieses Becken, den Beckenboden, auch in der, also hier die Kraft, die sich hier zentriert. Und auch, wie viel hier da herum auch stattfindet. Und dann auch, wie kann ich denn diesen Parasympathikus wieder leben lassen? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich finde es, meistens sagen sie auch statt Parasympathikus Vagus. Und das stimmt natürlich nicht. Also nicht ganz, weil der Vagus hat alle Funktionen. Der hat nicht nur parasympathische, sondern der hat genauso motorische, sensorische und sensible. Und ich finde es wunderbar, wenn man über den motorischen Weg, weil also die Zweige vom Vagus, die nervieren nahezu die gesamte Mimik. Mhm.
also die motorischen. Und von dort aus zu gehen auch und zu schauen, aha, auch so kann ich in eine bessere Balance kommen. Also überhaupt dieses Kennenlernen und dann zu spüren, wo habe ich überhaupt, wo fühle ich mich nicht wohl? Wann ist mir etwas im Magen liegen geblieben oder läuft mir was über die Leber? Also vieles, weil sie erzählen auch, wenn man gut zuhört, dann wird es wichtig sein, dass man die Patienten oder auch die Studenten oder die Menschen überhaupt ernst nimmt in dem, was sie sagen und wie sie das äußern und schaut und wirklich einmal wahrzunehmen, mit welchen Begriffen und das wirklich einmal dann nachzufragen. Und dann kommt schon auch relativ viel heraus. Also Psychosomatik oder Somatopsyche, diese Wechselwirkungen sind ja, werden immer offensichtlicher. Und es gibt so viele Möglichkeiten zu unterstützen. Die Repräsentanzen sind überall. Ob ich jetzt Reflexzonen nehme oder ob ich jetzt traditionelle chinesische Medizin, ob ich die Meridiane anschaue, ob ich mich ums Licht kümmere oder um andere Einstiegsmöglichkeiten. Es ist so vielfältig und das finde ich großartig. Also das ist sehr, sehr individuell, weil es gibt Einstiege, wo man mit den Leuten über die Körperebene gar noch nicht überhaupt drankommt, weil der Widerstand so groß ist. Dann ist es besser über die Sprache und über den Intellekt. Und mit der Zeit kommt dann auch immer mehr Mut dazu, was anderes noch anzuschauen oder das ernst zu nehmen und selber noch einmal nachzufragen. Also es geht eigentlich so um die Erhöhung der Ich-Kompetenzen jedes Einzelnen. Also dass dieses Heilen ja etwas ist, was in jedem selber stattfindet. Also dieses nicht machen, 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 sondern auch einmal zulassen, dass das, was an Heilkräften da ist, unterstützt wird. Und das hat viel zu tun mit der Erhöhung von Ich-Kompetenzen jedes Einzelnen. Sehr schön gesagt. Und hast du eine Entwicklung wahrgenommen, dass die Menschen jetzt offener sind? Zum Teil ja, zum Teil gar nicht. Ja. Also die Spaltung ist riesig. Also die Polarisierung ist ja die ganze Zeit geschürt worden. Und jetzt sehen wir natürlich die Ergebnisse. Also was ich wirklich besonders auch schön finde, ist, dass es in diesen letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung von Vernetzungen von Menschen gegeben hat, die kritikfähig geblieben sind. Die wirklich einen Diskurs haben wollen und sich dadurch auch viel mehr vernetzt haben. Also das halte ich für eine unglaublich wichtige Entwicklung. Und dann werden auch Jüngere, die sich wirklich interessieren, mehr. Und ich finde, dass es so wichtig ist, dass diese Alten mit den Jungen und die Jungen mit den Alten, also gegenseitige auch Unterstützung oder auch diesen Austausch, der so wichtig ist. Ich glaube, dass die also fähig sind, diakritische Fähigkeiten, also mit ihren diakritischen Fähigkeiten einen anderen Zugang zu finden und was anderes, dass die unglaublich viel an Verantwortung haben. Mehr, als man das vielleicht glauben möchte. Weil die Tendenzen auf der anderen Seite so einengend geworden sind, so entmündigend, dass da logischerweise auch viele Krankheiten entstehen müssen. Also egal, ob das jetzt auf der psychischen oder auf der physischen Ebene ist. Ausdruck ist ja immer, es ist wichtig. Also auch diese Balance zwischen Eindruck und Ausdruck, weil die Eindrücke sind ja gewaltig viel, die jetzt also einströmen. Überhaupt über all die digitalen Medien. Und mir kommt das immer so vor, also wenn kein adäquater Ausdruck da diesen Eindrücken gegenübersteht, dann kommt mir das so vor, als würde ich nur einatmen dürfen und nicht mehr ausatmen dürfen. Oder nur Nahrung zu mir nehmen und nicht ausscheiden. Also den Impressionen muss logischerweise auch adäquat Expression in die Balance, also gegenüberstehen. Das geht nicht anders. Und das ist aber schwierig geworden. Also wie blockiert das worden ist, also gerade die Geschichte im Ausdruck, dann ist klar, dass es die Dysbalance allein da schon gibt. Und dann ist natürlich das, was in den letzten Jahren passiert ist, besonders mit den kleinen Kindern, die Sprache
also in verzögert nur entwickeln konnten, weil sie nicht einmal eine Mimik gesehen haben. Das war zu. Also es ist in vielen Fällen halt so, dass diese Trennung von Beziehungen, wirklich Blockierung von Beziehungen, Kinder möglichst früh weg, irgendwo hin, wo auch nur Leute sitzen mit Masken und da die Trennung zu führen, das ist wirklich ein Verbrechen. Ja. Beziehungstrennung ist wirklich, ist ja. Beziehung ohne, wir sind Beziehungswesen und wenn Beziehung getrennt wird, dann wird es wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Vielen Dank. Ja, es klingt mir ja gerade auch an, dass so früher hat man viel mehr zusammen getönt, gesungen. Und da ist natürlich auch meine Frage an dich, Lothar. Schließt ihr auch solche Therapien mit ein? Du meinst jetzt Musiktherapie? Ja, zum Beispiel oder? Einfach so, weil ich sage schon, dass das Klingen, das System, das Ganze überhaupt, ich glaube auch, wir sind so im Kopf, ich denke, oft ist ja auch der Intellekt, der uns in den Weg kommt, überhaupt in die Wahrnehmung zu kommen, ja. Nur mal den Körper wahrzunehmen, ja. Oder? Ja, natürlich machen wir das. Wir haben ja bei uns im Zentrum, ich muss vielleicht einen Schritt zurück. Wo kenne ich mich aus? Ich kenne mich auf einem Gebiet vielleicht besser aus als viele andere. Das ist, was haben Menschen getan, die zum Sterben nach Hause geschickt wurden und nicht gestorben sind? Spannendes Thema. So. Ja. Da kenne ich mich aus. Warum? Weil ich auf der Welt herumgereist bin und diese Menschen persönlich einfach die Hand geschüttelt habe, interviewt habe und natürlich auch viele, viele Therapeuten kennengelernt, die dann diese Therapien begleitet haben. So. Was haben denn diese Menschen wirklich gemacht? Ich nenne das immer Double Happiness Syndrom. Ja? Sie haben zuerst mal geschaut, dass sie glücklich werden. Ich weiß, das hört sich zuerst mal etwas schizophren an. Und manche Patienten sagen dann auch zu mir, Mensch, Herr Hirnreise, Sie wissen schon, wie schwer krank ich bin. Und jetzt sagen Sie zu mir, ich soll glücklich sein. Aber hier ist bei vielen schwer kranken Menschen einfach ein Denkfehler. Die sagen immer, ja, sobald ich wieder gesund bin, kann ich auch glücklich sein. Nein, man muss unglaublich glücklich sein, um gesund werden zu können. Und diesen Weg versuchen wir zu vermitteln. Und da gehört, so wie du das gerade schön gesagt hast, da gehört Musik dazu, da gehört Tanzen dazu, da gehört Kinoabende dazu, da gehört, was machen wir, Lach-Yoga zum Beispiel dazu. Wir sehen das, wir nehmen ja immer geschlossene Gruppen auf 4 Wochen. Ja? Und in der ersten Woche, da tasten sich unsere Gäste so noch ein bisschen ab, wer bist denn du? Aber man sieht schon in der zweiten Woche, wir nennen das ein heilendes Feld, dass die Beziehungen sich ändern. Und in der dritten und vierten Woche, da wird unglaublich viel gelacht. Und wenn Menschen zum Beispiel dann manchmal zu uns kommen, egal ob das jetzt ein Postbeamter ist oder irgendjemand, der uns warum auch immer besucht, und der weiß, ja, da ist ein Zentrum mit lauter schwer krebskranken Leuten und dann hören die überall Gelächter und da wird getanzt und gesungen und dann verstehen die das irgendwie gar nicht. Ja. Aber warum machen wir das? Ganz einfach, wir haben, nicht nur ich, sondern auch unser Team natürlich, wir haben hingehört, was diese Menschen uns gesagt haben. Und am Schluss blieb eben übrig, je glücklicher jemand ist, desto besser funktioniert der Körper. Egal, ob das, ich weiß nicht, die Hormonproduktion ist oder ob, was Matthias gerade angesprochen hat, ob dann die Wirbelsäule sich mehr, ich sag mal, korrigiert oder auch nicht. Ich weiß nicht immer, was da passiert. Aber ich weiß, eins habe ich gelernt, je glücklicher ein Mensch ist, desto besser ist seine Prognose. Je kränker er ist, desto mehr muss er in diese Richtung gehen. Aber, und hier ist natürlich auch der Knackpunkt, je kränker ich bin, desto schwieriger fällt es mir, glücklich zu sein. Also es ist nicht so, dass ich diese Schizophrenität nicht verstehen würde, aber das ist das, was wir hauptsächlich tun. Natürlich machen wir Ursachenforschung und auf der körperlichen Ebene Dinge, aber wir versuchen mehr und mehr über die Jahre, jetzt haben wir gelernt, wir müssen Menschen beibringen, glücklich zu sein. Und jetzt, wenn sie das verstehen, brauchen wir auch nicht denen zu erklären, was die jetzt machen sollen, weil die analysieren selber ihren Beruf, ihre Familie, ihr Umfeld, ihr spirituelles Dasein und sagen, okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut, da brauche ich Änderung. Und dann, wenn sie es dann wirklich verinnerlicht haben, dann gehen sie diese Veränderungen auch an. Und dann müssen wir auch nicht sagen, ja, vielleicht solltest du das tun oder vielleicht solltest du. Nein, der Gast, der zu uns kommt, der weiß genau, wenn er geht, was er zu tun hat. Ob er es umsetzen kann, ist nochmal auf einer eigenen Ebene. Aber er weiß es und jetzt liegt es nur noch daran, dass er es halt auch umsetzt. Ja. So spannend. Und vielleicht ist auch wirklich in dem Moment, in dem man weiß, das Leben könnte sich dem Ende zu
neigen, auch wirklich fallen vielleicht viele Dinge ab, die vorher wichtig waren, die gar keinen Einfluss mehr haben. Ja. Und das hilft sicher auch, zum eher einen Schritt Richtung Glücklichsein zu machen. Was verstehen schwerkranke Menschen? Es gibt eine Sache, die wichtiger ist als alles andere. Das ist Lebenszeit. Mhm. Das ist uns, ich meine, war mir auch nicht so bewusst. Und wir beide haben ja auch schon in Anführungsstriche das Glück, ab einem bestimmten Alter wird einem das automatisch bewusster. Aber wenn man jetzt, ich sag mal, jenseits der 50, 60 ist und dann noch schwer krank, dann knallt es in die Großhirnrinde rein, wo es vorher nicht da war. Also unterbewusst war das natürlich da, aber nicht in der Großhirnrinde, ja. Nicht kognitiv vorhanden. Und jetzt ist es auf einmal da. Und das ist übrigens auch das Schöne, mit solchen Menschen zu arbeiten. Ich muss nicht über, ich sag mal, all die Vollpfosten dieser Welt diskutieren. Da sind diese Menschen nicht mehr daran interessiert. Die sind mehr an den, ich sag mal, spirituellen Dingen. Warum bin ich auf dieser Welt? Was passiert, wenn ich sterbe? Wie kann ich noch irgendetwas für mich oder auch für meine Lieben tun und so? Und diese Gespräche sind unglaublich angenehm und schön. Also ich führe, ehrlich gesagt, lieber ein Gespräch mit einem schwerkranken Menschen, wie mit einem, der überhaupt gar kein Bewusstsein über seine Krankheit, über sein Ding hat. Und das haben aber diese Menschen. Und dann verstehen sie, hoppla, jetzt habe ich nur noch diese, vielleicht diese begrenzte Lebenszeit. Was mache ich denn jetzt mit der? Die meisten Menschen tun sich niemals die Frage stellen, was ja okay ist. Warum soll man sich diese Frage stellen, wenn man 30, 40, 50 Jahre alt ist und nicht krank? Ja, ich verstehe, dass man sich diese Frage nicht stellt, aber dann macht man es, dann macht man es. Und es gibt auch durchaus junge Menschen, die Krebs haben mit 20 und 30 oder sowas. Ja, und da ist es noch, ich sag mal, viel härter, weil die haben dann dieses, oh, ich habe doch eigentlich mein ganzes Leben vor mir. Ja, wenn jemand mit 70 oder 80 ist, da wollen viele Menschen dann, ach ja, eigentlich hatte ich ein verdammt schönes Leben. Und wenn ich jetzt gehen darf, muss oder kann, ist das vielleicht, da müssen wir eher so ein bisschen pushen und sagen, nee, komm, du hast noch 30 Jahre, wenn du willst, ja. Bei einem 30-Jährigen muss man das natürlich nicht tun. Ja? Der will logischerweise noch viele Jahre leben. Und da ist dieser Druck, macht dann einfach unsere Arbeit erheblich einfacher. Ja? Mhm. Aber nochmal, um das abzuschließen, das Wichtigste, was schwerkranke Menschen verstehen, ist, es gibt nichts Wichtigeres wie Lebenszeit. Ja, spannend. Matthias, wie siehst du das? Hilft es auch unserem System oder überhaupt glücklich zu sein, wenn wir mehr, sagen wir mal, Selbstermächtigung haben, verstehen, was in unserem System vorgeht und nicht einfach unsere Verantwortung eben dem Chirurgen abgeben, der da etwas auswechselt und wir verstehen das gar nicht. Also ich denke schon, dass zu verstehen, wie Gesundheit funktioniert, einem selbst die Möglichkeit gibt, etwas daran zu ändern. Mhm. Und das mit dem Lachen, das haben wir mal gemessen. Wir haben ja eine Herzfrequenz-Variabilitätsanalyse. Und wir wollten mal gucken, was so Emotionalität auf das Ergebnis macht. Aha. Und zwar innerhalb sehr kurzer Zeitabschnitte. Mhm. Und da hat sich einmal meine Frau über irgendwas geärgert und dann haben wir sie schnell hingesetzt und gemessen. Und da war sie in dem gelben sympathischen Stressbereich. Also wenn man sich das vorstellt, man hat den Sympathikus und den Parasympathikus. Mhm. Die bilden zwei verschiedene Seiten. In der Mitte ist die autonome Balance, also da, wo man eigentlich hin möchte. Und von unten nach oben steigt die Aktivität des Nervensystems insgesamt. Mhm. Und sie war da ein bisschen links unten im sympathischen Stress, in dem Ärger, in dem sie gespürt hat. Dann hat sie, das war nur 3-4 Minuten später, eine kurze Meditation durchgeführt. Mhm. Wir haben wieder gemessen, man konnte sehen, wie langsam der weiße Punkt in Richtung grünes Zentrum geht. War spannend. Aber immer noch am Rand. Mhm. Und dann haben wir 5 Minuten später wieder eine Messung gemacht, als sie gerade ein für sie sehr lustiges Video geguckt hat. Und da hat sie sich wirklich kaputt gelacht. Und in dem Moment, wo wir das Lachen gemessen haben, da war sie komplett zentral mitten im grünen Bereich. Mhm. Und ich habe eine Studie gelesen, und du bist da viel bewanderter als ich, aber dass Krebs oder auch viele anderen Erkrankungen gerade in einem Sympathikusstress eher dazu tendieren, zu wachsen und zu streuen. Mhm. Das heißt, wenn man mal annimmt, dass das autonome vegetative Nervensystem alles andere adaptiv kontrolliert und Stoffwechselprozesse reguliert, dann muss es ja mein Ziel sein, die autonome Balance herzustellen. Mhm. Und in diesem Fall war Lachen Gold wert für eine autonome Balance. Und die Wirbelsäulenaufrichtung macht die mechanische Komponente. Da habe ich auch schon ganz tolle Balancierungen hinbekommen. Mhm. Aber es ist nicht immer die Wirbelsäule. Ja, vielleicht ist es tatsächlich Angst oder Sorge oder
andere Stressfaktoren im Leben, die man irgendwie nicht kontrollieren kann und die einen überfordern. Und von daher, wenn man dann die Möglichkeit hat zu verstehen, was macht mich krank, was macht mich gesund, wie kann ich meine Selbstheilung stärken, das ist ja erschreckenderweise etwas, was ich nach 6 Jahren Studium und 2 Facharztausbildungen überhaupt nicht wusste. Das kam nie vor. Ich dachte, als Arzt sollte ich doch jemanden in die Lage versetzen können, gesünder zu werden. Das war nie Thema. Und das habe ich überhaupt nicht realisiert. Ich habe das erst realisiert, als ich mir dann alternative Meinungen angehört habe zu verschiedenen Aspekten von Gesundheit. Und das ist mir manchmal vorgekommen, so, warum hat man es mir nicht mal gesagt? Oder warum steht das nicht irgendwo? Und so werden Ärzte das ihren Patienten ja dann auch weitergeben mit dem Wissen, was sie haben oder mit dem Unwissen halt, was vielleicht noch 90% der Medizinwelt insgesamt ausmacht, was sie überhaupt nicht haben. Und dem Druck, dem Zeitdruck. Ja. Ja. Und in der Alternativen, für mich ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist doch eigentlich, wenn jemand ein Problem hat, ein ganzheitlicher Ansatz ohne Chemie und ohne Invasivität der erste Schritt. Und die Alternative ist dann, Medikamente, Spritzen und OPs zu machen. Das heißt, für mich ist die ganzheitliche oder naturheilkundliche Medizin absolut die Nummer 1, wenn es darum geht, jemandem zu vermitteln, gesünder zu werden, egal welche Erkrankung. Und da ist der Lothar Hirneisen natürlich der Vorreiter, was die Krebstherapie angeht. Und ich versuche es mit einem anderen Ansatz, aber das Ziel ist bei uns allen wahrscheinlich gleich. Ja. Und je mehr Menschen das für sich verinnerlichen, ich habe sogar mal über eine E-Mail eine Frau, die eine Hauterkrankung hatte, hat sie eine Frage gestellt. Ich habe ihr gesagt, ich würde das und das machen. Und hat sie mir zurückgeschrieben, die Hauterkrankung ist jetzt weg. Ja, toll. Über E-Mail. Ja. Ja, aber das ist eben die Seltenheit. Und ich frage mich manchmal, weil früher war ja das Heilen noch eine Kunst. Und da hat man eben diesen Ansatz, ist man diesen Weg gegangen. Und wie erklärst du dir denn das, dass die heutige Medizin so abgekommen ist? Ist das einfach, weil man wirklich nur noch an die Machbarkeit des Flickens, des Herausnehmens, des schnellen Behandelns? Oder was ist das? Die Zeit, das Geld? Jetzt kriege ich die harten Fragen. Ja. Eigenes Thema. Also ist offen für alle. Ja, absolut. Ja. Ich habe ja viele Mitkollegen im Studium gehabt, die ich ja jetzt immer noch verfolge, wie sie sich entwickeln und was sie machen. Und man verfängt sich in so einem System. Man hat ja im Studium gar keine Zeit, sich zu überlegen, ob das, was man lernt, aus einer anderen Perspektive vielleicht anders aussehen könnte oder nicht. Man macht die Multiple-Choice-Fragen, man ist glücklich, wenn man den Schein bestanden hat. Wenn man alle Scheine bestanden hat und das Examen bestanden hat, dann ist man stolz, dass man jetzt Arzt ist. Dann geht man in eine Fachrichtung, die Fachrichtungen sind vorgegeben, such dir eine aus, die du haben willst und mehr gibt es eigentlich nicht. Und dann kommt man dahin, man wird als junger Assistenzarzt in diese Maschine reingeworfen, man muss erstmal gucken, dass man schwimmen lernt und keinen Fehler macht innerhalb dessen, was als Fehler gilt. Und man akzeptiert dieses System und man kommt aus dieser Blase überhaupt nicht raus. Also von vielen, die ich halt noch kenne, hat sich, glaube ich, keiner irgendwie außerhalb des Systems bewegt. Es gibt immer wieder Fortbildungen zu allen möglichen Themen, aber es bleibt immer innerhalb dieses geschlossenen Schulmedizinsystems. Und was außerhalb ist, und ich denke, ich würde wahrscheinlich sagen, dass das Schulmedizin vom Gesamtmedizinwissen auf dieser Welt 10%, wenn überhaupt, ausmacht. Und man denkt aber, als moderner Arzt weiß man praktisch alles. Und es ist so ein unglaublicher Trugschluss. Aber die meisten Ärzte wissen das gar nicht. Und dann kommt man gar nicht auf die Idee, dieses System zu verlassen. Was soll ich mit Kräutertee und Pilze sammeln, wenn jetzt jemand hier ein Herzrhythmusproblem hat? Da kommt man auf keinen Schluss, der irgendwie Sinn macht. Weil man das nicht gelernt hat und die Perspektive überhaupt nicht wechseln kann. Und das ist ganz schwer. Ja, sehr spannend. Und ich frage mich eben auch, inwieweit dann die Menschen, die sind eben auch so erzogen, eben, dass man wirklich fast sein, man gibt es dann beim Arzt ab und übergibt die Gesundheit. Und wir sind ja eigentlich die Spezialisten für uns selber auch.
Und das ist ja auch abhanden gekommen. Das ist seit 120 Jahren etwa. Vor 1900 sah es auch noch anders aus. Da gab es deutlich mehr naturheilkundliche, prozentual gesehen, Ärzte als schulmedizinische. Und die ganze Geschichte ist ja auch schon interessant, wie das dann zu dieses Systemwandeln. Das hat ja mit den amerikanischen Milliardären zu tun, ne, mit Rockefeller und so. Ah, okay. Die dann angefangen haben, weil sie ihre Arbeiter weiter, länger arbeitsfähig halten wollten, um ihr eigenes Imperium zu vergrößern, haben die dann angefangen, die Pharmaindustrie zu unterstützen in Tabletten, um Symptome zu unterdrücken, dass die Leute das nicht merken und weiter zur Arbeit kommen. Und dieses ganze Schulmedizinsystem wurde dann auch universitär aufgerichtet. Angefangen mit der Johns Hopkins Universität in den USA als Vorbild. Und daraus wurden dann ganz viele Universitätskliniken geschaffen, die nach dem gleichen System arbeiten sollten. Und da hat der Rockefeller in alle Universitäten seine Leute in den Vorstand gesetzt, die vorgegeben haben, welche Inhalte gelehrt werden. Man munkelt, der Rockefeller hätte in jede Tablette einen Tropfen seines Öls noch hineingießen lassen. ob das so ist, ich weiß es nicht. Aber daraus wurden ja dann auch die Schlussfolgerung gezogen, dass jeder, der Medizin macht, aber nicht nach diesem System arbeitet, ein illegales Geschäft betreibt. Und da gibt es ja viele Bilder von Chiropraktikern aus den noch 40er Jahren, die im Gefängnis sitzen, und vor dem Gefängnis sind die Menschen mit den Schildern: Lasst unsere Chiropraktiker frei. Nur die Osteopathen haben dann den Anschluss gefunden und sich in dieses Medizinsystem integrieren lassen, die ja jetzt in den USA einen äquivalenten Abschluss haben und dann nach ihrem Osteopathiestudium direkt auch in die normalen Facharztausbildung gehen können, wie die Ärzte auch. Nur, dass sie zusätzlich diese ganzen manualmedizinischen Methoden, sie haben eigentlich mehr gelernt als ein Arzt. Trotzdem ist es natürlich geschickt, die dann in die Schulmedizin hinein zu manövrieren, wo sie wieder Medikamente verschreiben. Die Chiropraktiker werden auch gerade beworben in den USA, dass sie auch Rezepte ausschreiben dürfen. Das heißt, auch da wird versucht, das wieder in eine andere Richtung zu lenken. Es gibt ja in den USA sogar ein naturheilkundliches Arztstudium. Das heißt, die lernen dann nur Naturheilkunde. Aber das ist nur in 2-3 Handvoll Staaten zugelassen. In vielen ist es noch gar nicht so weit. Sehr, sehr spannend, weil ich habe auch darüber gelesen und habe eben auch gelesen, dass man dann auch systematisch alte Unterlagen oder Bücher über alte Heilkunst wirklich auch eliminiert hat. Weißt du das, darüber auch etwas? Kann ich nicht direkt was zu sagen. Ja. Aber umso erstaunlicher finde ich, du bist ja ein junger Arzt, dass du schon jetzt diesen Switch machen konntest, weil manchmal braucht es ja wirklich jahrzehntelange Arbeit, bis man merkt, ist das wirklich sinnbringend, was ich da mache? Kannst du vielleicht noch kurz sagen, was war dein persönlicher Wendepunkt? Es war nicht ein Punkt, den ich jetzt sagen kann. Also es hat angefangen damit, dass ich viel in der Notaufnahme gearbeitet habe. Und in der Unfallchirurgie kommen auch Menschen, die keinen Unfall hatten, sondern nur Rückenschmerzen haben oder ausstrahlende Schmerzen ins Bein. Und da wird es häufig in die orthopädisch-unfallchirurgische Notaufnahme dann gebracht. Und dann steht man da und ich mache ein Röntgenbild. Es ist nichts kaputt. Ich kann keinen Bandscheibenvorfall feststellen. Dann bleibt mir nur noch ein Schmerzmedikament und Physiotherapierezept auszustellen. Und das Woche für Woche, Jahr um Jahr. Die Leute kommen zu mir, haben ein Problem und ich lasse sie wieder gehen und es geht ihnen nicht besser. Und das hat mich irgendwie frustriert. Und ich weiß nicht, ob es andere Kollegen auch so gefühlt haben sie es, glaube ich, so, aber ich weiß, ob sie es so artikulieren konnten. Irgendwie habe ich gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Es kann nicht sein, dass ich Arzt geworden bin und dann nicht die Möglichkeit habe, jemandem zu sagen, was Problem ist und was er machen kann, damit es ihm besser geht. In meiner Fantasievorstellung vor dem Studium habe ich gedacht, Patient kommt zu mir, ich mache irgendwas und dann geht es ihm wieder besser und er geht. Und dann hat sich das als eine völlig unrealistische Vorstellung entpuppt im Laufe des Studiums. Ne? Dann lernt man nur noch, welche Medikamente für was und welche Operationen für welches Leiden. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich nicht den Weg der Unfallchirurgie gehen möchte, sondern nach 7 Jahren, und da habe ich auch viel Notaufnahme, Intensivmedizin und halt Operationsarbeit gemacht, mich dann für einen zweiten Facharzt, und zwar konservative rehabilitative Medizin, zu machen. Die Unfallchirurgen haben sich alle über mich lustig gemacht, dass ich ja jetzt in Frührente gehe, weil das ist schon ein ganz anderes Arbeiten, ob ich jetzt in einem großen unfallchirurgischen Haus arbeite
und da 80 Stunden plus in der Klinik bin oder in der Rehabilitation ist halt schon mehr oder weniger gute Arbeitszeiten, mhm, pünktlich Schluss. Und das ist auch eine andere Art Mensch, der Arzt wird in einer Reha-Klinik. Und zufälligerweise gab es an dieser Reha-Klinik auch in Ulm eine Ausbildung für manuelle Medizin. Und der Ausbilder dort, muss ich bis heute dankbar sein, der hat mich sofort gefangen, in dem, wie er es präsentiert hat. Mhm. Denn genauso wie es ursprünglich in meinem Kopf war, man konnte jetzt plötzlich mit den Händen etwas an jemandem machen, mhm, und auf einmal war Schmerz, mhm, weg, mhm, oder Schwindel weg oder Tinnitus oder was auch immer das Problem ist. Wobei die manuelle Medizin in Deutschland immer noch sehr symptomorientiert arbeitet. Mhm. Das ist auch ein bisschen das, was mich nach einigen Jahren dann auch da ein bisschen gestört hat. Ich habe gedacht, ich brauche noch mehr. Und dann bin ich in die Osteopathie, habe die amerikanische Osteopathie-Ausbildung gemacht über die Universität in Philadelphia. Und nach dieser Ausbildung habe ich gedacht, ich verstehe immer noch nicht, was ich machen muss. Das ist so komplex und für mich eigentlich auch nicht ganz verständlich. Wenn jetzt jemand irgendwie ein Halsproblem hat, dann hieß es, du musst wissen, ob es ein fasziales Problem ist, ob es ein muskuläres Problem ist, ob es ein Gelenkproblem ist. Und je nachdem, was du spürst, musst du die entsprechende Technik anwenden. Ist ja aber, woher weiß ich, was das Problem ist? Ja, das musst du halt spüren. Und dann steht man immer noch vor dem Patienten und weiß nicht genau, was man machen soll. Für mich war da nicht die Struktur, die meine Persönlichkeit benötigt. Mhm. Andere können das wahrscheinlich besser. Die spüren irgendwas und machen was. Und das war einfach nicht das, was mich befriedigt hat. Und dann bin ich auf die Chiropraxis noch gestoßen. Und das sind dann die berühmten Knackvideos im Netz, wo dann noch Mikrofon möglichst nah an der Wirbelsäule ist, dass es schön laut ist. Und dann habe ich einen Chiropraktiker gefunden, der nicht nur die Behandlungen selbst zeigt, sondern der ein bisschen diese Zusammenhänge erklärt, wie Physiologie funktioniert. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Und dann habe ich verstanden, was ich an meiner Therapie ändern muss, damit ich mehr Erfolg habe. Und dann ist das viel besser gewesen. Und seitdem habe ich vor allen Dingen das, aber ich habe ja auch mich mit anderen Themen beschäftigt. Man kommt zwangsläufig dann auf Dinge wie Ernährung, mhm, oder Fasten und Elektrosmog und Handys und Sitzen und Nachtdienste, mhm, und Schlaflosigkeit. Und das öffnen sich so viele Türen überall, durch die man irgendwie alle durch muss, wenn man ein bisschen was verstehen möchte von einem bestimmten Bereich. Und was ich dann gemerkt habe, ist das, was alles verbindet, das ist das autonome Nervensystem. Mhm. Ne? Sympathikus, Parasympathikus. Das sind die Entitäten, die meinen Körper adaptieren an das, was, mhm, passiert. Mhm. Wenn ich Sportler bin und meine Lunge größer wird, ist das eine Leistung meines autonomen Nervensystems. Es adaptiert an die Belastung, die mein, mhm, Körper hat. Wenn meine Achillessehne stärker wird durch Dreisprung oder Hochsprung, ist das eine Leistung meines autonomen Nervensystems. Wenn ich aber einen Tennisellenbogen entwickle, ist das ein Mangel an autonomer Versorgung. Das heißt, für mich ist die Perspektive, dass eine Krankheit nicht eine explizite Krankheit ist, sondern ein Mangel einer bestimmten Versorgung mit irgendwas. Und wenn man die Versorgung wieder herstellen kann, macht man die Krankheit wieder rückgängig. So berührend. Also ihr alle habt ja wirklich seit einem anderen Weg gegangen und es zeigt mir einfach, wie umfassend eben die Heilkunst wirklich ist und dass man da wahrscheinlich auch lebenslang Kunst auf dem Weg ist. Ja. Ja. Es geht um die Kunst. Ja. Das ist die Grundlage gewesen. Ja? Ja. Jeder Mensch ist von Natur aus ein künstlerisches, mhm, Wesen. Wir haben immer angefangen, es hat geheißen Heilkunst, Erziehungskunst. Mhm. Also auch alles, was aus der Kunst kommt. Und über die, und es war auch so, dass ursprünglich ist in jeder Kultur sind die Menschen in ihren Ritualen als sich rhythmisch bewegende, tanzende, mhm, singende Wesen in Erscheinung getreten, um sich mit sich selbst und mit der Sozietät zu verbinden, um, mhm, eins zu werden. Das heißt, um ganz zu werden und whole und holy und heilig und heil, das ist dasselbe, um wirklich gesund zu werden und sich auch zu verbinden mit diesen unsagbaren Numinosen, was da so aus Kosmos und Natur, mhm, auch noch einwirkt. Und wenn ich davon ausgehe, dann sehe ich dann auch, wie das sich da entwickelt hat. Da war religiöse und es waren Heilrituale von anderen nicht getrennt. Das war eins, ein und dasselbe.
Und diese Entwicklungen zur Wissenschaft und zur, also siehe sehr, 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 sehr viel später. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass ich aus der Heilkunst und Erziehungskunst komme und dann geht es in die Pädagogikform, dann hast du Sprachpädagogik, dann hast du, ich weiß nicht, was für viele verschiedenen Pädagogiksorten. Und dann geht es erst in die Therapie. Also wenn ich einfach sage, wie ist das für, mit dem mit Theater, dann hast du Theater, Theaterpädagogik und zum Beispiel das Theater in der Therapie, wie in der Psychotherapie. Und dann ist es das Psychodrama. Ja? Und es ist mit anderen genauso. Du hast also, wenn ich jetzt von Malen, Maltherapie oder künstlerischer Therapie, all diese künstlerischen Therapien. Mhm. Und es gibt, ich finde es so wichtig, dass wir aufhören, erst immer mit der Therapieform anzufangen, sondern schauen, was kann ich in der Prävention über diese künstlerischen Ansätze, die so wichtig sind, weil in dem Moment, wo wir wirklich total konzentriert sind in dieser Selbstvergessenheit, synchronisieren sich die biologischen Rhythmen. Und das ist die Chance, dass diese salutogenetischen Ressourcen, die wir da haben, wieder angezapft werden. Das heißt, damit der Organismus wieder wirklich sich selbst erholen kann. Und das ist das Einfachste dazu ist die Schlafarchitektur. Das wissen wir alle, dass wir also ein gesunder Schlaf, das heißt besonders der gesunde Tiefschlaf, der so wichtig ist, alles ist rhythmisch geordnet, alle Funktionen. Also das heißt, im Tiefschlaf, da synchronisieren sich Atem- und Herzrhythmus. Das heißt, ein Atemzug entspricht 4 Herzschlägen. Also musikalisch gesehen ist es die doppelte Oktave. Und wenn ich dann schaue, ja, wo kann man denn nachfragen? Also die chronischen Erkrankungen, die haben alle, nahezu alle, diese Schlafstörungen. Mhm. Also wenn ich nochmal nach Schlafstörungen frage, dann weiß ich schon, dass Rhythmen gestört sind. Mhm. Und wenn ich dann weiterschaue und sage, was könnte ich denn da unterstützen, dann ist es mit dem, zum Beispiel mit Sport und gerade mit Gehen. Und zwar Gehen nicht, wir verwechseln immer Leistung mit Leistungssteigerung. Und zwar im eigenen Trainingszustand gehen, sodass wir das Gefühl haben, wir können jetzt gehen und gehen und gehen. Es kostet keine Energie. Also Rhythmus spart Kraft. Dann haben wir koordiniert und synchronisiert Gangrhythmus, Atemrhythmus, Herzrhythmus. Das heißt, wir sind in der Koordination und Synchronisation von 3 Rhythmen. Also das ist im Prinzip ist das der Dreiklang, also eine Harmonie. Und dann ist es völlig klar, wir erholen uns in der Harmonie, und wir entwickeln uns in der Bewältigung von Dissonanzen. Dissonanz kann alles sein. Das können Konflikte sein, das sind Erkrankungen. Also alles, was also uns aus der Balance herausbringt oder wirft. Und ich finde den Zugang auch so wichtig, weil das unglaublich wichtig ist für die Bildung, weil es auch wichtig ist für die Ansätze in der Prävention und in der Medizin. Du kannst ja sekundär und präventiv oder auch arbeiten. Und gerade in den Reha- und auch in den Krankenhäusern. Es ist alles nicht so schwierig. Aber man müsste es einmal miteinander in Verbindung bringen. Darum war ich so froh über die Geschichte mit dem Lachen. Mhm. Was macht das? Das ist die ärgste Zwerchfellaktivierung, die wir haben. Und das Zwerchfell war früher der Sitz der Seele. Also das war so. Deswegen heißt Schizophrenie nichts anderes als ein geteiltes, geschnittenes Zwerchfell. Und wir haben ja auch verschiedene Druck. Wenn das Zwerchfell teilt unseren Leibraum in 2 verschiedene Druckhälften. Mhm. Wenn wir einatmen, dann haben wir oben Sog und unten Druck. Und bei der Ausatmung ist es umgekehrt. Das heißt, auch das hat sehr viel damit zu tun, wenn wir in einer normalen Bauch- und Flankenatmung sind, dann ist da unten ordentlich was los. Das heißt, es ist interne Darmmassage, da wird wirklich da unten, das Zwerchfell hat unglaublich viel Kraft. Das ist wirklich, wenn es eine Pumpe gibt, ist es das Zwerchfell. Und wenn das tot da liegt und nicht mehr in Aktion oder nur mehr sehr wenig, weil die meisten hoch und flach atmen, dann ist es klar, dass das alles vieles hinter sich nachzieht. Mhm. Also, und dann wieder zu sagen, okay, atmen ist bewegen, Bewegung ist Leben. Ja, also es ist so wichtig. Und ich erinnere mich immer wieder, was so für Klienten und also Patienten und auch für Studenten die schwierigste Übung war, sich vor den Spiegel zu stellen, sich anzuschauen. Das ist schon ganz schwierig. Und dann noch zu sagen, ich nehme mich dankbar und liebevoll an. Und das ist so schwierig. Also
abgesehen davon, dass sich die wenigsten wirklich anschauen können. Mhm. Aber dann eine Hand da unten wirklich auf das Wurzelchakra zu legen und die zweite aufs Herzchakra zu legen. Mhm. Sich anzuschauen, zu sagen, ich nehme mich dankbar und liebevoll an. Mhm. Und das hat so viel damit zu tun, dass wir in einem ausgesprochenen Mängelrüge-System leben. Egal, ob das die Bildung ist, ob das die Gesundheit ist, ob das die Wirtschaft ist. Es geht immer nur um die Defizite. Und nicht um die Ressourcenförderung. Mhm. Und das ist so schwierig. Wie kannst du denn, wenn du ständig nur sagst, was alles nicht funktioniert, überhaupt draufkommen, was alles funktioniert und was alles auch gut ist und wie wichtig Beziehung ist, wie wichtig es ist, in diese Form von Akzeptanz und auch von Entwicklung von diesem Selbstvertrauen. Mhm. Also Selbstverständnis hat was mit Stehen zu tun. Stehen zu tun hat was mit Ich-Achse ist gleich Wirbelsäule zu tun. Und wenn wir das auch vermitteln können und das Ziel ist, sein eigener bester Lehrer zu werden, dann ist viel gewonnen. Und es geht wirklich, es dauert gar nicht so lang. Aber es ist nur die Frage, wie kommen wir dorthin? Also es ist mir nur eingefallen, weil das so wichtig ist, dass diese Aktivierung des Zwerchfells, gerade das Lachen ist eigentlich das, was es am stärksten aktiviert. Ja. Und auch alles, was wir über die Sprache, wir sprechen doch relativ viel. Aber es ist die Frage, ob wir nur reden oder ob wir sprechen oder ob wir in der Haltung so gehen, dann hast du sofort eine Resonanz. Mhm. Und wenn ich so da sitze, man schwert es ja sofort. Das ist geschnitten, das ist hier schon, ja, geschnitten. Also von der Haltung, von der Halswirbelsäule, von der Schädelbasis angefangen, über Atlas und Epistrophe, also über die ersten. Also das geht wirklich dann bis hinunter. Und wenn man sich einmal auf den Boden gelegt hat und oder so klein gemacht hat, dass vorne kein Platz mehr ist und die Atmung einfach da hinten sich ausbreiten muss und dann langsam runtertastet und merkt, dass bei jeder Tiefatmung die Kreuzdarmbeingelenke sich bewegen. Das sind Gelenke, auch wenn sie ganz starke Bänder haben, aber es sind trotzdem Gelenke. Und da zu merken, aha, die ganze Wirbelsäule bewegt sich, die Wirbel bewegen sich, da ist Bewegung da. Dann ist das natürlich was anderes, weil dort, wo die meisten Schwierigkeiten sind, sind in der Lendenwirbelsäule ein Übergang zum Kreuzbein. Mhm. Na klar, wenn da unten sich was bewegt und nicht immer auf denselben Punkt geknallt wird, dann kann man sich vorstellen, dass es vielleicht nicht so viele Bandscheibenvorfälle gibt, was völlig klar ist. Also Wenn sich das bewegt und wenn ich mich aufrichte und in einer anderen Form auch anfange, mich zu bewegen. Und ich finde, das Wichtigste ist einfach diese differenzierte Eigen- und Fremdwahrnehmung, also wirklich die Ausdifferenzierung der Sinnesqualitäten, um einfach mal zu spüren, auch rechtzeitig, nicht viel zu spät, sondern in der Wahrnehmung einfach feiner wird und merkt, es stimmt irgendwas nicht. Es funktioniert, irgendwas stimmt nicht, also unstimmig. Wir haben auch in den Begriffen immer wieder die Stimme drinnen. Ob ich sie erhebe, ob ich sie abgebe, ob ich stimmlos bin, was immer. Aber ich finde, dieses Mängelrüge-System ist wirklich ziemlich, ziemlich viel dran schuld, dass wir die Ressourcen viel zu wenig fördern. Und wir müssen mal überlegen, warum das so ist. Ja? Also wenn wir alle nur in diesem Hamsterradl rennen müssen, weil die Gewinnmaximierung das absolut Höchste ist, was wir erreichen können. Und im Prinzip ist das Ziel immer wieder die Gier. Und in die sind so viele untergeordnet, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, nachzudenken, ob sie das überhaupt wollen. Ja, also sehr berührend, wie ihr alle drei wirklich auf eure Art und Weise wirklich den Horizont aufgemacht habt. Und so viele Facetten sind da mit reingekommen. Und ich finde es einfach wirklich bemerkenswert, wenn Menschen sich auf den Weg machen, Widerstände in Kauf nehmen und eben auch wirklich vielleicht nicht nur karriereorientiert sind, sondern wirklich den Dingen auf den Grund gehen möchten. Und es war so toll, weil ihr habt alle euren Horizont aufgemacht, unseren Horizont heute auch erweitert. Vielen Dank, wart ihr heute hier, liebe Gertrud, danke. Lieber Dankeschön. Lothar, lieber Matthias. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. In mir hat so gerade angeklungen, wir können vielleicht wirklich auch wieder von unseren Kindern etwas lernen, weil die sind ja noch in dieser Magie, in der Körperweisheit, bevor sie dann vielleicht eben in einen anderen Weg gezwungen werden. Ihnen alles Liebe, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.